Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Heute kam ich nach dem Sport nach Hause und scrollte so über bestimmte Nachrichtenportale und war überrascht, dass an einer Stelle sah ich plötzlich Schachfiguren, ne, bei einem großen Nachrichtenportal und dachte mir, wow, die berichten über den Weltcup. Heftig. Aber nee. Gar nicht. Ich habe dann reingeklickt und da stand dann: Schachspielerinnen erheben Vorwürfe gegen männliche Kollegen. Nächste MeToo-Moment. Und da habe ich das natürlich durchgelesen und dachte mir: Hä, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Habe ich da irgendwas verpasst? Offensichtlich habe ich was verpasst. Es gab einen offenen Brief von einer Reihe von französischen Schachspielerinnen, der vor 2 Tagen erschienen ist und der dann halt jetzt große Wellen schlägt, insbesondere in Frankreich, in großen Tageszeitungen auch erschienen ist. Und jetzt gab es natürlich auch auf dem deutschen Nachrichtenportal hier diesen Artikel. Der rekurriert natürlich auch auf ältere Sachen, die schon bekannt sind. Da spreche ich nochmal gleich drüber. Vorneweg, der offene Brief ist auf Twitter erschienen, beziehungsweise jetzt nennt sich das eigentlich immer noch Twitter oder Xitter oder wie auch immer, es ist jetzt ein X. Nujeux des Échecs, also so ein französischer Account. Und der offene Brief ist vor 2, 3 Tagen erschienen. Zwei meine ich, 3. August steht hier. Dann ist hier der offene Brief, den kann man online, da hat man Zugriff drauf. Der ist in Englisch und Französisch verfasst. Und unter den Spielerinnen, die das unterschrieben haben, das sind über 70 Spielerinnen, sind hauptsächlich französische Spielerinnen. Ich kenne so gut wie keine von denen, muss ich gestehen. Es sind ein paar bekannte Namen dabei. Gleich mehr dazu. Aber erstmal, was steht da überhaupt drin? Das habe ich fix übersetzt, das ist jetzt auch nicht so viel auf Deutsch. Wir Schachspielerinnen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Managerinnen haben sexistische oder sexuelle Gewalt erlebt, die von Schachspielern, Trainern, Schiedsrichtern oder Managern ausgeübt wurde. Wir sind davon überzeugt, dass diese Belästigungen und Übergriffe immer noch einer der Hauptgründe sind, warum Frauen und junge Mädchen vor allem im Teenageralter mit dem Schachspiel aufhören. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Vielleicht noch mal kurz hier festhalten. Auch festhalten will ich, bevor ich weiterfahre, jegliche Kommentare bitte, falls ihr das kommentiert, ist ein sehr sensibles Thema jetzt hier. Bleibt sachlich. Ja? Bleibt bitte sachlich bei dem Thema. Ich möchte keine Beleidigungen oder Äußerungen lesen, die das Sachliche verlassen. Machen wir weiter. Angesichts dieser Gewalttaten haben wir zu lange geschwiegen. Doch zu schweigen bedeutet, die Last der Scham alleine zu tragen, die Worte und den Mut zu finden, die Stimme zu erheben, mag Zeit brauchen, aber wir glauben, dass dies notwendig und heilsam ist. Heute ergreifen wir das Wort und ermutigen alle Spielerinnen, die erlittene Gewalt anzuprangern, damit Angst und Schuldgefühle die Seiten wechseln, damit die Täter nicht mehr ungestraft handeln können, damit die unterstützenden Spielerinnen, Trainer, Schiedsrichter, Manager und Eltern sich des Ausmaßes des Problems bewusst werden und Teil der Lösung sein können. Ihre Wachsamkeit, Unterstützung und Entschlossenheit sind unerlässlich. Allein die sexistische oder sexuelle Gewalt erlebt haben, allen, sorry, möchten wir sagen, sie sind nicht allein, wir glauben ihnen, wir werden für sie da sein. Unterschrieben von mehr als 70 Spielerinnen, hauptsächlich französische Spielerinnen, habe ich gesagt. Die meisten sind mir unbekannt, obwohl ich in der Schachszene natürlich auch als Journalist früher natürlich sehr, sehr viele Namen schon mal irgendwo gelesen habe. Die Namen, die bekannt sind, allen voran die Damengroßmeisterin Jovanka Hauska. Bekannt auch, weil sie aktuell natürlich als Kommentatorin tätig ist für die Champions Chess Tour. Ne? Sollte euch ein Name sein. Dann Jennifer Shahady, die ist natürlich auch bekannt, weil A hat sie sehr viel kommentiert in den letzten Jahren für St. Louis Chess Club. Und durch sie ist auch die Geschichte mit dem amerikanischen Großmeister Alejandro Ramírez aufgetaucht. Sie war ja diejenige, die ihn beschuldigt hat. Sie sexuell belästigt zu haben. Das war ja eine Geschichte, die vor 1, 2 Jahren hochkochte. Und unabhängig von ihr hat es ja viele weitere Spielerinnen gegeben, die sich dann öffentlich geäußert haben. Und Ramírez, ich denke, inzwischen sollte das jeder wissen, ist auch, ja, das ist, glaube ich, inzwischen nachgewiesen. Und der ist auch alle seine Jobs losgeworden, die er innehatte in der Schachwelt. Ne? Und der war ja wirklich kein Unbekannter, Kommentator, Trainer etc. Also für den sieht es inzwischen sehr übel aus, aber klar, bei den Vergehen auch völlig zu Recht. Dann haben wir noch Shohreh Bayat, das ist die iranische Schiedsrichterin, die ja vor 2, 3 Jahren aus dem Iran geflohen ist, weil sie ja den Hijab nicht anhatte, als sie aufhatte, als sie bei einer
bei einem FIDE-Event, ne, bei einer Weltmeisterschaft war das, glaube ich, ne, hat sie ihre Haare zu offen getragen und dann durfte sie nicht zurück in den Iran, beziehungsweise sie durfte schon zurück, aber sie hatte Angst zurückzugehen und ich glaube, sie lebt jetzt inzwischen in England, ne, hat dort Asyl beantragt, lebt in England. Und aus Deutschland eine Spielerin, Annemarie Mütsch, ich kenne sie, sie ist Anfang 20, eine junge Spielerin, aber das ist, glaube ich, die einzige deutsche Spielerin, die das unterschrieben hat, sind halt über 70 Namen. Ihr seht das auch hier, ne? Das sind hier diese Namen. Die meisten kenne ich nicht, wirklich. Hauptsächlich französische Spielerin, paar spanische Spielerin ist auch dabei, eine bekannte, Patricia Janessa. Aber ich meine, das ist eine ziemlich starke Spielerin sogar. Ja, der Brief ist natürlich etwas vage formuliert, ne? Klar, ist auch ein erster Schritt, ne? Und darauf gucken, erstmal schauen, was sind die Reaktionen? Gab auch viele Reaktionen schon, allein schon auf den Twitter-Eintrag gab es sehr viele Reaktionen, da wurde sehr viel geteilt und das macht jetzt die Runde und auch chess.com hat auch direkt aufgegriffen diese Nachricht als erstes großes Schach-Nachrichtenportal, würde ich sagen, hat der bekannte Norweger, kann man ihn überhaupt Journalist nennen, Tadej, ich glaube, der ist vom Beruf was anderes, aber ich bin mir nicht sicher, der macht viel in der Schachszene, ist ja auch gut vernetzt in Norwegen, in der Schachszene in Norwegen. Und der hat das aufgegriffen und hat auch noch einen Kommentar von der französischen Spielerin Mathilde Choisy eingefügt, die, naja, viel konkreter wird das nicht. Sie sagt halt, wir sind es gewohnt, Geschichten von Mädchen oder Frauen zu hören und damit umzugehen, von einfachem Sexismus bis hin zu Belästigungen, Nachrichten, Missbrauch und Vergewaltigung. Okay, Vergewaltigung ist schon natürlich, es geht nochmal deutlich weiter, ist ja logisch. Aber ehrlich gesagt, ich kenne keinen Fall von Vergewaltigung, der mal wirklich zur Anklage gekommen ist, ehrlich gesagt. Das ist natürlich schon krass, ne? Also wenn wirklich solche Fälle bekannt sind, aber nie wirklich ans Tageslicht kommen. Und wir haben die Nase voll davon, sagt sie. Wir wollen einfach zeigen, dass es genug ist. Okay, es gab dann noch einen Artikel in der FAZ vor ein paar Jahren, der lief unter meinem Radar von Stefan Löffler, in dem halt auch wirklich ist, wo es wirklich um eine Vergewaltigung geht. Das ist aber nie so richtig ans Tageslicht gekommen. Der Artikel ist auch online einsehbar, allerdings nicht bei der FAZ, da ist er hinter einer Bezahlschranke, aber es gibt so andere Seiten, wo man ihn lesen kann. Da ist alles aber auch anonymisiert, da wollte sich die Spielerin nicht äußern, das ist aber schon ein paar Jahre her. Generell kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, so jetzt 35 Jahre Schach, ich kenne keinen Fall von einem, klar, dumme Sprüche am laufenden Band kennt man ja, wie im realen Leben oder plumpe Anmachen oder so, aber Fälle von sexuellen Übergriffen sind mir so noch nie untergekommen, muss ich gestehen. Hörensagen hier und da mal, aber Hörensagen ist zu wenig, ne, um jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Vor allen Dingen irgendwie Zeuge einer Handlung, die in diese Richtung geht, war ich noch nie. Ne? Man muss natürlich sagen, Schach ist natürlich krass Männer sind krass überrepräsentiert oder Frauen sind krass unterrepräsentiert im Schach mit 4-5%. Und ich habe selbst auch gegen so wenig Frauen gespielt in meiner Karriere, fast nur gegen Männer. Auch in Vereinen super selten mal gegen eine Frau, beziehungsweise super wenig Frauen auch im Verein. Mein allererster Verein, kann ich mich erinnern, da gab es ein Mädchen, das Schach gespielt hat. Die war auch so ein bisschen, hatte eine Ausnahmestellung. Und ihre Mutter hat auch damals Schach gespielt. Und auch später die ganzen Jahre immer so wenig Frauen. Und ich komme zurück, weil zu diesem Thema, weil hier ja auch gesagt wird, dass vor allem im Teenageralter hören ja viele auf mit dem Schachspiel und das wäre ein Grund dafür. Wenn das wirklich ein Grund dafür ist, ich bin immer so ein bisschen davon ausgegangen, dass es hauptsächlich andere Gründe sind, dann muss man wirklich was dagegen tun, natürlich. Ne? Ist ja klar, da müssen die Verbände, Organisationen Maßnahmen ergreifen, um natürlich ein Umfeld zu schaffen, das deutlich angenehmer ist als das, was hier geschildert wird für die jungen Mädchen. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Ich selbst bin ja jetzt auch Teamchef unseres Frauen-Bundesliga-Teams, Hamburger SK, seit einer Saison jetzt. Ne? Und mir ist auch aufgefallen, zum Beispiel, dass die Stimmung innerhalb dieses Teams deutlich angenehmer ist als bei den Männerteams, in denen ich vorher immer war, muss man einfach sagen. Liegt auch so ein bisschen daran, dass es immer so nicht so ganz, ganz super ernst immer zur Sache geht. Ne? Auch mit Niederlagen wird ein bisschen anders umgegangen. Man ist sehr, sehr freundlich untereinander. Ich merke auch für mich so, ja,
Das bringt mir etwas, ne, weil ich auch immer mir schöne Wochenenden machen möchte, wo ich einfach sehr entspannt das Team spielen lasse. Ich kümmere mich um meine Sachen und völlig egal vom sportlichen Ergebnis, einfach eine schöne Zeit haben. Und da das versuche ich natürlich auch auf, diese Atmosphäre versuche ich auch aufzubauen. Ich schweife jetzt so ein bisschen ab, aber mir ist schon aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr angenehmes Klima herrscht, so innerhalb der Frauen untereinander oder der Mädchen untereinander. Hängt jetzt so ein bisschen vom Alter ab. Zurück jetzt zu dieser Geschichte. Wie gesagt, ich kann da wenig zu erzählen, so aus meiner Erfahrung, weil mir da nie so richtig was untergekommen ist. Also wenn das wirklich so die Zustände sind, die auch teilweise herrschen, dann wird definitiv zu wenig getan. Ne? Das ist ja gar keine Frage, weil viel zu viele Spielerinnen davon betroffen sind. Und ich denke, das wird jetzt erstmal so ein Anstoß sein, in der Schachszene. Es gab den MeToo. Beginn mit Jennifer Shahedi und dann dem Fall Alejandro Ramírez vor 2, 3 Jahren. Und jetzt hoffe ich mal, dass es weitergeht, dass einfach auch die Verbände, Organisationen sich wirklich des Themas intensiver annehmen und auch vielleicht auch mal konkretere Sachen hier zum, Sachen sage ich, Fälle zum Vorschein kommen, wie der Fall von Ramírez, weil das natürlich ein bisschen vage formuliert, das kann man natürlich auch kritisieren. Ne? Also wenn Sie da so einen Brief schreiben, dann sollten Sie vielleicht auch konkreter werden, um welche Namen es sich handelt und warum sie das genau schreiben, ne? Anstatt nur so ein allgemein schlechtes Klima zu kritisieren, was in der Schachwelt herrscht gegenüber Frauen. Ich muss gestehen, eine Sache, die mir noch einfällt im Zusammenhang ist, was viele Frauen immer wieder erwähnen in so einem Zusammenhang ist, dass Männer ihnen häufig vorwerfen, Frauen können doch gar kein Schach spielen. So ein total plumper und dumme Aussage. Ehrlich gesagt, ich habe das selbst noch nie gehört. Ich würde niemals einer Frau sagen, sie spielt schlecht Schach. A, die Aussage ist einfach dumm. Und B, sie ist auch wenig witzig, ne? Und wenig einfallsreich, wenn man ständig so ein dummes Argument wiederholt. Es wird ja nicht dadurch wahrer, dass man es wiederholt. Ist einfach Quatsch, ne? Und ich verstehe gar nicht, wieso immer wieder. Gut, es gibt wahrscheinlich hin und wieder Dummbratzen, die das sagen. Aber ich würde es nicht überhöhen. Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Männer sowas denkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Mehrheit denkt eher, nee, es ist genau andersrum. Frauen spielen genauso gut Schach wie Männer. Ich bin immer davon ausgegangen bei dem gesamten Thema, bei dieser gesamten Thematik, dass einfach die absolute Anzahl an Personen, die Schach spielt, einfach so viel höher ist, Männer, so viel mehr Männer spielen Schach, dass dadurch alleine halt so wenig gute Frauen in die Spitze vordringen. Ne? Und dass Judith Polgar oder Hui Yifan eine Ausnahmestellung haben in der Schachwelt, weil es halt auch so wenig Schachspielerinnen gibt. Ne? Aber wenn das natürlich ein Punkt ist hier, dass deswegen so viele aufhören mit dem Schach, dann muss man natürlich etwas unternehmen, um das Klima zu verbessern. Ist ja gar keine Frage. Aber ich stecke da auch nicht drin. Ich bin Mann und wenn es Frauen gibt, auch im deutschen Raum, die solche Erfahrungen hatten, dann müssen die das natürlich auch äußern. Dann muss natürlich auch ein Klima entstehen, in dem Frauen wirklich bereit sind, offen über solche Probleme zu reden. Das ist doch ganz klar. Aber wenn ich mich in eine Frau hineinversetze und ich habe nur Männer um mich rum, ne, bin also total unterrepräsentiert, bin in der Minderheit, dann kann ich mir vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, sich dazu zu äußern oder über solche Fälle, über solche, ja, Situationen zu äußern. Das ist so einer der Gründe, warum ich mir vorstelle, warum es nicht so viele Aussagen gibt in diesem Zusammenhang, warum das alles so sehr unter den Teppich gekehrt wird, ne? Und warum es so lange dauert, bis zum Beispiel wie so ein Alejandro Ramírez durchkommt mit seinen offensichtlichen sexuellen Übergriffen, ne? Ich meine, wenn man Minderjährigen Textnachrichten schreibt, die eindeutig sexuellen Inhalt haben, okay, wieso kommt er so lange damit durch, ne? Klar, weil es wahrscheinlich nicht die Anschlusspunkte gibt, auch für die Frauen, um sich zu äußern. Sie haben Angst, offensichtlich. Okay, das war jetzt, ja, eigentlich wollte ich nur der Überbringer der Nachrichten sein. Ich bin auch kein Experte, muss ich zugeben, was diese Sachen betrifft. Hier gibt es natürlich viele Facetten, die dieses Thema beinhaltet. Generell, bitte sachlich bleiben. Ich weiß, es ist ein sehr sensibles Thema. Es ist aber sehr überrepräsentiert. Hauptsächlich Männer schauen meine Videos zu 94% ungefähr. Ich habe so 5-6% Frauen, die die Videos schauen. Sehr, sehr wenig. Dementsprechend werden sich wahrscheinlich auch wieder hauptsächlich Männer äußern zu diesem Thema, aber eigentlich müssen sich Frauen äußern. Ist ja gar keine Frage. Jetzt nicht unbedingt unter meinem Video. Aber ich hoffe, dass das hier ein Startpunkt ist und mehr zum Vorschein kommt und dazu führt, dass ein besseres Klima geschaffen wird, um Frauen
den Zugang zum Schachspiel zu erleichtern. Das ist doch ganz klar. Das von mir. Nächste Video wird wieder Weltcup sein. Ne? Freue mich. Parallel läuft nämlich gerade der Weltcup. Den schaue ich jetzt an. Macht's gut.